Werner-Rennen 2018 auf SHZ. Das hier ist das Fahrerlager südlich der B206. Wir haben zwei Fahrerlager und das ist das größte mit 14 Hektar. Und im Hintergrund seht ihr halt die ersten Rennautos, die hier hinkommen. Heute ist Aufbauen und alles in der Ruhe. Wir sind die Vorhut und der Rest, der macht sich gemütlich auf den Weg. Wir sind die Autocrosser und führen jetzt die technische Abnahme hier durch. Da werden die Autos auf Herz und Nieren geprüft. Für dieses Jahr habe ich einen 82er Fiat Motor aufgebaut mit Kompressor von Mercedes und Peugeot-Einspritzungen und so weiter. Und naja, schauen wir mal. Wir freuen uns einfach. Und deswegen sind wir auch schon da. Da konnten es alle schon kaum abwarten, jetzt aufs Werner-Rennen. Wir sind gestern Abend um 10:30 losgefahren, waren um 13:30 hier. Kein Stau, nix, war sehr gut. Autocross natürlich. Ja, und dann natürlich Holgi gegen Brösel, das ist klar. Das ist natürlich, das muss man nicht sehen haben. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was so passiert, ne? Spaß haben, einfach leben. Mehr wollen wir ja gar nicht. Alles erfahren und Musik und ja, hier dabei sein. Ja, das ist halt die Mischung zwischen Musik und Motorsport gibt es in der Form nicht. Also es gibt halt wirklich riesen Bühnen, aber auch riesen Rennstrecken. Und das ist halt schon cool. Und 8 verschiedene Rennserien, 1100 Starter und so. Also das ist schon interessant. Ja, so wie hier. Unter Menschen, Freude haben, Spaß haben. Musik.